Hi Servus-Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, der eine oder andere, der die letzte Folge beispielsweise bis zu Ende verfolgt hat, weiß, dass wir genau hier aufgehört hatten mit dem Looten und ja, der Kassensturz von den letzten drei Straßenseiten hier hat gezeigt, das lohnt sich nicht so wirklich. Wir werden jetzt trotzdem noch die letzte Straße in dieser Kreuzung noch fertig looten. Dann ist es einfach durch. Dann habe ich das abgehakt, ist dann alles schön sauber hier in dem Eck und ja, wir können jetzt mit den 4 Stunden auch nicht mehr so großartig was anstellen. Ich denke, das ist schon okay so. Hatte ich das Haus noch nicht? Doch, ne? Das hatte ich schon mal separat gelootet. Das sieht gut aus. So, die Schränke haben ja ein bisschen eine Macke, okay. So, also ich habe die Folge auch aufnahmetechnisch direkt an die andere rangehangen und es dürfte zumindest jetzt keiner, du bist frisch im Spiel heute kommen, das ist auch schon mal nicht schlecht. In der letzten Zeit habe ich ja jetzt immer eine Sonntagfolge und eine Montagfolge und ja, dann solltest du die sonntags vielleicht schon mal aufnehmen, wenn die montags dann auch live gehen soll, ne? Ah ja, das hält ja gut. Ja, ja, ich bin immer noch ganz munter, ein paar Ohrfeigen, die helfen da wahrscheinlich. Ach, die Sonntagfolge hatte ich ja dann so um 5, 5:30 rum aufgenommen, am Sonntag, also gestern. Für die, die Folgen wirklich zeitnah angucken. Und jetzt ist es immer noch Sonntag bei mir. Jetzt wird das Teil drin, was man jetzt rausnehmen kann. Darf ich den Kühlschrank nicht zerstören? Das wäre auch wieder Kupfer. Jetzt ist es quasi so kurz vor 7, Sonntagmorgens bei mir hier. Da braucht es noch ein paar Stunden, bis die Folge fertig verarbeitet ist und hochgeladen. Wenn ich natürlich den einen oder anderen Kühlschrank nicht zerstören kann, ist natürlich klar, dass sich die Tone nicht so richtig lohnt. Ne? Also der Kassensturz letztes Mal war richtig enttäuschend. Waren zu 30 Kupfer, ich hab ja mit mindestens 50 gerechnet, also so ab 50 warst du der Meinung, okay, das hätte sich dann mal gelohnt. Das ist natürlich jetzt nur so eine grobe Einschätzung, keine Ahnung. Ja gut, eine rote Box ist ja rumgekommen, ne, beim letzten Mal. Die bekommst du natürlich nicht, wenn du dich in den Wald stellst und da die Felsen schlägst. Für Kupfer oder so. Ich würde da auch noch mehr von diesen roten Kisten nehmen wollen. So, Spulenbox brauche ich eigentlich nicht mehr. Ah, zum Glück nur 2 Inventar, sonst einfach voll. Hast du gehört, das ist an deinem Schrank? Oh. Da ist noch was drin. Guck hier, finden. Du kannst es vielleicht rausnehmen, ich nicht. Mach den erstmal weg, bevor der wegläuft. Oh, hier lässt man wieder was fallen. Seit langem, wow. Die Droprate hat man ja wohl extrem reduziert. Boah. Was mir auf manchen Loot-Ton da alles mitgenommen haben, ne? Hast den ganzen Sack voll Werkzeuge gehabt und Teile und jetzt hält sich an Grenzen. Die ersten 2 Reihen gehören im Prinzip zu meinem Inventar, ne?
So, das Zeug habe ich jetzt noch mitgenommen, was da runtergefallen ist. Ein Seil hin und her ist egal, aber jetzt kommt dann auch nicht immer Inventar voll wegen dem Seil. Hab ich hier unten jetzt alles? Sieht schon so aus, ne? So, gucke ich nochmal hier. Mach mal das noch rüber. Und den Knochen wirfst du noch weg. Hast du denn wieder aufgehoben? Du wolltest doch eigentlich den Mist aufheben hier. So, Knochen weg. Ein einzelner Stein weg. So, da hat es doch wieder Platz. 21 Uhr, okay. So, wir haben jetzt die zwei Häuser hier vorne fertig. Wird schon wieder knapp mit der Zeit, ne? Level up. Oh, hier sind zwei Kupfer drin gewesen. Und hier war auch nochmal zwei drin im TV. In dem einen Raum vier Kupfer heftig. In der letzten kompletten Folge sind nur 30 umgekommen. Aha. Man muss sich einfach nur beschweren. Dann wird es angepasst. Ganz einfach. Einfach wünschen. Ich wünsche mir eine rote Box. Na, mal sehen. Das war auch ein Kupfer, okay. Habt ihr keinen Kühlschrank? Doch, hier. Nimm doch mit das Ding. Dann komm halt mal ein Stück ran. Zum Eckkämpfen ist ja auch blöd. Ist aber keine Tageshorde, die waren jetzt zu schwach. Wahrscheinlich einfach von der Straße angelockt. Das Gesindel. Alter, ihr mit den Türen. Ja, du hast es geschafft. Sieht mal, was die Türen aushalten, ne? Rein gar nichts. Das war das Türschließen-Symbol, was da jetzt kam. So, ist natürlich eigentlich Hortentag, ne? Aber wir looten jetzt noch ein bisschen. Wird dann vielleicht eine etwas längere Folge, weil die Horde sollte ja schon noch komplett reinpassen, ne? Aber ihr seid ja jetzt schon schlauer. Ihr wisst, ob es länger wird, die Folge. Vielleicht läuft die auch mal richtig geschmeidig, die Horde. Und dann wird es halt auch nicht länger, ne? Rein theoretisch haben wir die Aufnahme begonnen, so um 8. Könnten wir schon so bis 3 Uhr ohne Schneiden ganz normal in die Folge bekommen. Aber wenn es natürlich dann ein bisschen ätzend läuft, nicht da bis um 6 Uhr morgens oder was an denen rummachen muss, dann wird es halt ein bisschen länger, ne? Na, mach die noch kaputt. Alles schön sauber machen. So, ich bin der Meinung, die zwei Häuser davon hatte ich auch schon mal gemacht, aber sind auch schon wieder ewig her, kann mich auch täuschen. Falls ja, dann ist das nämlich gar nicht mehr so viel, da haben wir das ja fast. Sind es vielleicht noch drei Häuser oder was, dann sind wir ja schon durch damit hier. Habt ihr das gesehen, wie weit ich weggestanden habe? Oh, gut, dass die inzwischen so viel einsteckt. Boah, das muss ich mir dann auch nochmal anschauen. Ich war doch ewig weit weg. So, zwei Kupfer hier.
Nice, immer noch die Währung Nummer 1. Dreht sich alles darum. Können natürlich auch mal so einen Stack Münzen hier zerlegen. Ne? 105 passen wir mit einem Stack, so 105 Kupfer im Prinzip. Kann man natürlich auch mal machen. Also, wenn dann einfach nichts mehr rumkommt und ich die Hobbisten befüllen muss, dann ist es halt mal soweit. Würde ich natürlich so lange möglich hinauszögern, das auf die Art und Weise an Kupfer zu kommen. Kann ja mal einer zählen, wie oft ich in dieser und in der letzten Folge Kupfer gesagt habe. Alter Falter, ich merke das ja jetzt schon selber. Katastrophe. Hör auf damit. Wir können ja wieder Sticks sagen. Sticks sind auch wichtig, genau. Ja, wir müssen noch Sticks farmen, auf jeden Fall. Sonst wird aus dem Kupfer ja auch nichts. Mach doch auf. Die laufen noch länger bis. Okay, da wollte ich sprinten. Diese einfach stehen, sind vollkommen egal. Auch eine Etage höher, da hören die, wenn du unten den Schrank aufmachst, ne? Wenn sie nichts aufmachen, guck, da kommen sie. Heftig, das läuft halt ein bisschen falsch. Könnt ihr ja gern hören, wenn du unten an den Schrank gehst oder was zerschlägst, ist ja okay. Aber wenn du hinter dem Rücken einen anderen wegmachst, das hören sie nicht. Wenn du den jetzt so sneaky wegmachst mit dem Bogen oder was, aber ich habe hier rumgeklopft wie so ein Berserker. Sollte man vielleicht schon mal hören. Uiuiui, Inventar voll. Sind gleich zwei Teile rausgefallen. Ja, das ist jetzt aber blöd. Was haben wir denn noch so? Kann man irgendwas wegtun? Hier das Tierzeugs kommt weg. Und nimm einfach mal das Schild dazu. Dann schaffen wir das Haus vielleicht einfach noch. Und dann gucken wir nochmal ins Motorrad. Waffenschrank. Schaffen wir es nicht. Muss ich mal wieder aussortieren. Ein Brettle auch noch runtergefallen. Okay, jetzt sind mal wieder vier Teile ohne eingebaute Spulen. Das war letztens so ein bisschen verwirrend, dass so viele Teile mit eingebauten Spulen rumgekommen sind. Kann spekuliert werden, warum das so ist oder war. So, auf zum Bike, ich schätze mal die zwei Häuser noch. Ja, es passt nicht, die sind mehr rein, ne? Ist ja auch schon voll. Das kann ich vielleicht noch wo einbauen. Und pack das rum. So noch irgendwas doppelt, dreifach, was man irgendwie komisch stacken kann. Mir ist jetzt zumindest nichts aufgefallen. Jetzt versuche ich mal ein bisschen was von dem anderen Zeug noch loszuwerden. Jetzt noch einen Griff für Nahkampfwaffen. Machen wir einfach mal hier da wo rein. Und das Teil auch noch mit dazu. Jetzt sind ja zwei Slots frei geworden, ne? Ist doch schön. So, ne, komm, fahr mal ein Stück vor. Lass uns da noch mal reingehen. Ein Brett ist ja eigentlich egal, aber der Waffenschrank noch. Aha. Lass uns da noch mal reingehen, habe ich gesagt. Du weißt schon, dass das die Horde ist, oder? Der eine wollte mich auch grapschen, da war ich wohl zum Glück weiter weg. Dass da auch ein paar von diesen
leicht mitschicken, ne? Hier, der hier, oder? Einfach rüber ab. Dann sind auch einfach ein paar dabei, da schlägst du dir einen Wolf. Da wird die Klinge quasi stumpf ohne Ende. So, es hat nicht reingepasst, ne? Inventar voll. Was war denn jetzt hier noch? Echt? Noch so viel? Okay, hier Darm weg, das weg. Zack. Vogel behalte ich erstmal. Wir können weitermachen. Tagesort überlebt. Geil. Lief gut. Aber hätte er mich da gekrapscht, ne? Wie er es vorhatte. Dann wäre das vielleicht Schnellreisen nach Hause gewesen. So, da ist noch eine Kiste. Ui, mehrere. Das Leder, ey. Was ist ein Zement, echt? So, das Leder will ich hier wegwerfen. Ein Zement, man findet eigentlich Zement nicht, ne? Kannst vergessen. Okay, da werfe ich mal einen weg. Ist aber schon wieder belegt, der Platz. Mit Nägel. Da kann man doch falsch. Na, es deckt hier auch mehr auf, ne? Ist unglaublich, ja, dass ich auf 105 schon komme, das Bike ja nicht, ne? Hat zwar jetzt eine Reihe mehr bekommen, aber die Stacking-Größe ist einfach zu wenig hier. Dann bringt's ja auch nichts. Nützt ja nur was einzufüllen, was im Inventar weniger hoch stackt. Drück trotzdem mal hier drauf. Ist natürlich das einzelne Seil mit rausgerutscht und so. Hallo? Ah, Spulenbox. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Das passt doch nicht ins Inventar. Dann lass sie erstmal in Ruhe, die Box. Ich glaube nicht ein Buch rumgekommen, oder? Ich denke, die Bücher, die ich da habe, sind vom Speedy gewesen, aber in den Regalen hatte ich glaube ich gar kein Glück. In den ganzen Häusern hier. Eine Spule nur. Yes, ich konnte das Haus einfach fertig looten. Schön. Muss nichts Angefangenes zurücklassen. Kann ich das noch wegpacken? Ja, yes. Hallo, ich möchte mal in den Kühlschrank schauen. Aha. Die haben da aber was dagegen. Hier vorbeigedächt ist. Und mit dem Schwung vom Vorbeidächen kann dann einfach in die Gegenrichtung wieder Gas geben, ne? Macht voll Sinn. So, zerstört. Nochmal ein Regal, nichts drin. Jetzt hier so nix. Hallo, hier schnauft's noch. Munition. Wir hätten wahrscheinlich viel brauchen. Ich schätze mal, dass wir am nächsten Tag, Ingame-Tag, also jetzt in der Woche vielleicht zu der Schießerei mit dem Boss kommen. Wo auf jeden Fall hier alle schon gewarnt haben, wie schwer und unmachbar das fast sein soll. Aber gleichzeitig habe ich ein paar Insider-Tipps bekommen, dass man einfach nicht im Nahkampf das probieren sollte. Also viel Munition mitnehmen. So, ich bin der Meinung, die Häuser hatte ich schon gemacht. Ich schau mal kurz hier rein, ob das alles noch so ist, wie ich mir das vorstelle. Aha, okay. Alles fit.
Ja, sind wir mit der Straße jetzt schon durch. Machen wir jetzt noch die Anschlussstraße hier zu dem Industrieding darüber, oder? War das hier? Lass mich mal kurz gucken. Orientierung. Ja, genau, da ist die Halle. Die hat mir ja auch gelootet. Wenn ich jetzt hier die Verbindungsstraße noch fertig mache, dann ist die ganze Ecke hier fertig. Geil. So, das heißt hier vorne war ich eine Box. Nö. Nichts mehr, aber das Motorrad ein bisschen mitnehmen. Ding vorbei. Probier's nochmal. Ging wieder vorbei. Ja, dann machen wir halt das Stück noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Was willst du, zeige ich zu Hause, ne? Jetzt habe ich das Brett wieder reingedrückt. Das ist wahrscheinlich mit das anderen aufgefüllt, den Slot. So, fangen wir hier an, arbeiten uns zurück zum Motorrad. Also bei denen, die das mit dem Loot respawnen und allem anlassen, für die macht das vielleicht schon auch weniger Sinn, da jetzt so gründlich durchzuputzen hier. Das, ja, lootet man halt immer diese gewohnten Stellen, die halt richtig lukrativ sind. Und das macht man halt dann alle paar Tage vielleicht mal, wenn es nachgespawnt ist, dauert ja auch ein bisschen dann. Ja, wenn halt nichts nachspawnt und du eigentlich dann weißt, es ist ja endlich. Gut, die Map ist natürlich riesig, also klar, also man kann da wahrscheinlich 500 Stunden lang durchputzen und hat immer noch nicht alles geschafft. Aber wenn man halt weiß, es spawnt halt nichts nach, dann, also mir geht es mir so, dann putzt man einfach lieber richtig schön durch hier und hat dann die Ecke geschafft. Fertig, hier gibt es dann nichts mehr. Brauchst dann auch nicht mehr anhalten. Man sieht auch schon beim Durchfahren, okay, hier ist alles sauber, hier hast echt alles gemacht. Brauchst nicht anhalten und gucken, oh, warst du jetzt schon da oder warst du noch nicht. Brauche noch ein bisschen Loot oder nicht. Dachte, es wäre was runtergefallen, aber habe mich da wohl getäuscht. Drücke nochmal verlegen. So, das Gebäude haben wir gemacht. Wir sind das letzte Mal auch noch außen rumgelaufen, auch fertig gemacht. Die sind auch durch, die zwei. Ne, ist ja nice. Wir können jetzt nach Hause, das heißt. Da lang, ernsthaft? Jo. Ich könnte natürlich den Marker setzen. Ich mag das mit dem Marker nicht, dann. Ist die Karte immer so voll. Wir haben einfach kein GPS gefunden, ne? Schade. Müssen immer per Karte fahren. Na gut, auf der Karte zeigt sich natürlich an, wo ich bin. Das ist auch wieder GPS-Funktion im Prinzip. So. Müsste man doch ja richtig sein, ne? Genau. Den musst du dich aber wieder auskennen, Mann. Das ist direkt in deiner Nachbarschaft. Da brennt Licht. Hätte ich auch hier am Motorrad mal anmachen können, ne? Ah, wie schön, wieder zu Hause zu sein. Geil. Kommt einfach nicht rum, ne? Extra mal richtig schön langsam. Lenkeinschlag, war aber nichts. So, die Drohne macht scheinbar ihre Arbeit. Die Anlage läuft. Steig ab. So, nehme ich mal alles nehmen.
Dann schaue ich dennoch erstmal zu den Drohnen und hier mal kurz. Mal häuten lassen, gibt es ein Schwein dabei. Ein Schweini. Und noch eins, okay. Aber Schweini selbst sind dabei, das lebt jetzt da, keine Ahnung. Ist abhanden gekommen, ist ausgebrochen. Häuten. So, die Drohnenstation geht ja bis hier. Das gehört zur Drohne und hier. Die Selbstentladung ist ja heftigst. Alter Falter, guckt euch das an. Vor ihr nachschaut, ist quasi eine Batterie leer. Boah, also die waren alle voll, wo wir zugefahren sind. Also wenn man die Selbstentladung halt nicht haben will, dann braucht man halt Wind. Man hat die Selbstentladung dann natürlich auch bei Windkraft, aber es kompensiert es halt. Wird halt rund um die Uhr dann aufgeladen. So, jetzt schaue ich schon mal wegen dem Kupfer. Ich habe mich ja so ein bisschen beschwert, dass zu wenig drin war. 20, 28, 37, 38, 42. 43 vielleicht. Ja, wenn ich die Münzen jetzt nicht mitzähle, dann ist jetzt nicht so viel rumgekommen, also keine 50 bei der ganzen Stadt da. Ein bisschen mager. So, ein paar Bahnen sind noch dabei, ist auch nicht so prall. Aber Platten sind gut rumgekommen. Doch, Eisen ist dann schon im Endeffekt gut was dabei gewesen. So, da hole ich jetzt als Motorrad einfach mal den Rest noch raus, ne? Ah, die Folge ist jetzt schon mega lang. Okay, die werde ich jetzt einfach ein bisschen ramschen und dann direkt zur Horde schalten. So wird es sonst nichts, passt sonst nicht rein. Also, bis zur Horde, Leute. Verpasst nichts. So, die Welle hat begonnen. Das heißt, der Spaß kann beginnen und es zeichnet sich ja auch jetzt natürlich schon ab, dass die Folge einfach extra lang ist. War natürlich nicht so geplant, aber hat mich da ein bisschen vertan mit den Häuserlooten, hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Hab da bestimmt jetzt ein bisschen was rausgeschnitten, von dem ich jetzt noch nichts weiß, okay. So, jetzt nehme ich mal noch eine Bohne mit. So, Leben aufgefüllt, wir haben die Gemüsegeschichte drin, den Schweinefuß gegessen. Gut, ich sollte eigentlich nicht hier runtergehen, aber das möchte ich auf erneut laden stehen haben, dass das die ganze Zeit wieder auffüllt. So, stellen wir uns mal hier her. Also wieder Montag, willkommen in der Horde. So, wir müssten aber eigentlich ja genug Strom haben, ich hoffe es zumindest. So richtig voll, ne? Ich mach mal echt zurück mit dem Strom ein bisschen. Weil die Selbstentladung so viel rausgezogen hat, dass da einfach schon eine Batterie gefehlt hat. Ah, war das in der letzten Hordennacht auch so, dass eine Batterie gefehlt hat am Anfang? Das lassen wir die mal ein bisschen hier anstehen und dann mache ich das wieder an. So, ich denke, es steht genug an. Man hört es auch, wie sich der Sound hier verschlägt. Okay. Doch runtergefallen, schade. Da läuft nicht die Runde, ne? Habt ihr das gesehen? Das ist einfach rechts rumgelaufen. Warum das denn? Der stresst jetzt irgendwo anders rum.
Lebenszeit sind. Wo ist denn der jetzt? Der macht vielleicht vorne schon mal auf für die Riesen, ne? Er ist da wieder, ist zurückgekommen. Will aber eigentlich von hinten hochlaufen. Alter, wie frisch bist denn du? Gib mir meine Pfeile wieder. So, stell ich mich wieder hin. Also die Schocker ausmachen, das ist wahrscheinlich nicht mehr möglich. So war es die letzte Chance. Am Anfang war es ein bisschen wenig hier drin in der Falle, aber jetzt ist ja voll. Komme ich schon gut nach, oder? Nein, ich stecke mich da vorne ein bisschen fest. Gehen die halt wegen zwei, drei einzelnen los hier, die Schocker, weil die alle davon feststecken. Ja, wird schon reichen, so halbwegs der Strom. Vielleicht bis zur letzten Welle nicht so ganz, aber wird sich zeigen. Hallo, wo ist denn meine Blitzresistenz? Ne? Er liegt nur bei 50%. Die zweimal ging er aber durch. Hätte ich gerne die 50% gehabt jetzt, ne? Und schon wieder. Und wieder. Merkt man nichts von, ne? Ja, kann natürlich auch sein, dass es jetzt gar nicht so richtig geklappt hat, dass die fixen da immer wieder an diesen Fähigkeiten, dass es manchmal gar nicht klappt. Dass die Resistenzen gar nicht ausgespielt werden und ja, damit muss man halt leben. Spiel ist in Entwicklung. Lauf bitte weiter. Oh, er wurde zurückgeschleudert in die Falle. Wenn du das schubst, dann halt nicht so zuverlässig runter, ne? So, es war ein knappes Ding. Den Bürger hatte ich auch vergessen, auf unseren Ausflug zu nehmen. Schade. Hab mir einiges an XP durch die Lappen gehen lassen. Hier ist mal wieder einer drin, ne? Und schlägt mich ja durch, das gibt's ja jetzt nicht. Steh auf, schlag die da jetzt, die guckt gerade durch. Alter, wie ich einfach hier kassiere. So, sie ist weg. Wieder mal ein Zombie da reingebackt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon vorne Türen offen sind. Wow, da hinten, wie sie von der Wiese runterströmen, wow. Ich behaupte einfach mal, die Schocker, die reichen nicht.
Gut, inzwischen ist der natürlich einer von den leichteren, ne, bei der Horde hier. Boah, ist das voll. Ich glaube, die Kapazität ist so gut wie erreicht, dieser Falle hier. Ist ja heftig. Gleichzeitig verteidigen, angreifen. Das hat was mit dem Schild zu tun, diese Schäden, die da reflektiert werden. Die Mission wurde wohl jetzt erfüllt. Mhm, fast gestorben. Weil der Zaun kein Zaun ist. Immer noch nicht eins. Alter, da hat jemand die Zeit angehalten. Er läuft durch, okay. Ich stelle mich wieder hin. So, das Leben ist wieder voll, das Schild ist auch voll. Jetzt wäre es nicht geil, wenn so ein Schocker noch direkt bis hierher gehen würde, ne? Dass ich hier sicher stehe und die alle gegrillt werden. Das wäre zu schön. So, es ist 1 Uhr. Ringsen wurden ausgelöst. Mal gucken, wo die herkommen. Hör doch auf damit. Entweder mich verfehlt oder es war jetzt doch mal diese Resistenz. Gegen Eis, da oben kommen welche. Zwei sieht man da oben stehen. Und die anderen kommen wir aus Richtung, wo man jetzt keinen Blick drauf hat. Schade. Okay, ich würde gerne nochmal schauen wollen. Wird beschossen. Von da, okay. Also aus hinten rechts kommt quasi niemand. Ah, die kommen alle aus der Richtung irgendwie, okay. Aber der Fallengang natürlich da dran, da draußen schnell kaputt gehen, denke ich mal, wenn es zu viel da kommt. Schade. Wie ist denn der jetzt da reingekommen? Erklärt mir das mal. Haben die jetzt echt den Zaun von denen schon wieder aufgeschlagen? Das gibt's ja nicht, oder? Geist am Stock, alter Falter. Ja, den kannst du jetzt nicht abschießen, das ist ja Quatsch. Der ist ja noch frisch. Da hinten kommt dann doch einer, okay. Der ist vorbeigedasht, dankeschön. Hier sind natürlich zwei drin. Das heißt, wenn die normalen Zombies hier einfach die Zäune schon kaputt machen und das für die Riesen vorbereiten. Ja, Headshot, aber was willst du mit dem Gewehr, oder? Das ist... Das ist ja nur ein Gewehr. Die Haubitze, keine Ahnung, macht zehnfachen Schaden und die sterben ewig nicht. Wo ist der jetzt? Aber der ist nicht gekillt, oder? Wo ist der jetzt hingelaufen? Habe ich ihn jetzt doch gekillt gehabt? Weiß es nicht. Schnell wieder zurück zu meinem Fallenweg hier. Dass ich die im Innenhof sind, wieder rausfinden. Da steht einer, wo er stehen soll, auf der Tribüne. Kann schön beschossen werden. Einer hat mal den Weg quasi dahin gefunden, wohin soll, der andere tummelt sich da drin. Der ist halt in der Nähe von dem Schocker, ne? Ist ein bisschen blöd. Wie straight die manchmal durchlaufen? Fällt mir. So, wir haben das Teil hier nicht liegen.
Und ja, die werden mich schon nicht ranlassen, ne? Alter, warum? Weiß das jemand? Wer das jetzt war? Das ist ja nicht normal. Hey, Bob. Keine Metallstücken, die habe ich rausgestrickt. Ach du Schreck. Ich wollte gerade mal ein Stück einstecken. Oh, weil es eskaliert, Leute. Die haben echt schon viel kaputt gemacht hier vorne. Zu dem anderen komme ich nicht durch, ne? Hm. Also tot war meiner Meinung nach ganz seltsam, aber ja. So, ich finde jetzt den Weg nicht, weil ich da unten rumgelaufen bin. Jetzt muss ich unbedingt wieder hierher. Oder am besten wieder raus. Alter, das muss ich wieder rennen. Das gibt's doch nicht. Ich muss hier jedes Mal irgendwie was nachbessern. Lass alles fallen. So, was hast du denn noch so? Ich brauch die Coke. Ja, ich bin jetzt einfach auch gar nicht so richtig vorbereitet, wie man sieht, ne? Das. Eine Pille und das. Das hier. Eine Pille. Okay, ich werde mal laufen. Also zumindest waren jetzt, bevor ich mein Zeug dahin geworfen habe, noch zwei, drei Riesen im Fallengang. Die zerstören halt dort alles. Und ich versuche jetzt rauszukommen, wenn ich schon tot sein sollten. Nö, die tanzen da noch rum. Genau, jetzt ist mein Buff weg, ne? Lauf doch! Oh wei. Genau in dem Moment, ey, es gibt's da jetzt nicht. Lauf die Ausdauer runter. Und jetzt den Fuß. So, ein Riese ist jetzt gefallen, so wie es aussieht. Ja. Der ist gefallen, der andere ist noch da. Läuft jetzt auf die Tribüne? Nee, läuft in den Zwischengang, schade. Wo ist er jetzt? Ich habe mich jetzt nicht richtig gesehen. Ist er jetzt draufgegangen? Ich sehe ihn nicht. Okay, da versuchen wir mal reinzukommen, ne? Ob ich das schaffe? Ob jetzt welche mir entgegenkommen, mich blockieren? Hab es geschafft, ich habe einen in. Heb mal dein gutes Zeug hier auf. Liegt was unten? Nö. Anziehen, 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 fehlt noch was. Ich hoffe nicht, die Selbstheilung ist wieder am Start. Wenn man das Schild raus drückt, ist es nicht mehr hier unten. Das ist schade. Das bin gerade blind, so wie es aussieht. Ja, auf jeden Fall. Hier ist es. So, Werkzeug ist noch wichtig. Die Waffe habe ich auch rausgedrückt. Die Armbrust. Habe ich alles unten rausgedrückt. Hätte ich halt aus dem Inventar rausdrücken müssen, nicht aus dem Slot. Aus dem Hotbar. Schade. Panik quasi.
So, schlimmste wahrscheinlich, dass man verhindert. Ich brauche einen viel größeren Zaun außenrum irgendwie. Keine Ahnung, geht es wieder los. Ich will da ewig viel bauen. Wieder Dinge ausdenken. Ich dachte, irgendwann kommt vielleicht mal der Punkt, wo ich die Base so weit habe, dass man mal wieder 3-4 Runden Ruhe hat. Mit den Schockern hatte ich ja so das Gefühl, es ist jetzt soweit, aber hm. Die kleinen Zombies hatten davon so vorgearbeitet, dass die Riesen einfach durchlaufen konnten. Steht da hier am Zaun. Ja, dann nimm halt alles. Ich wollte nur mal schauen, ob irgendwas richtig durch ist. Also richtig kaputt nicht. Mir auch nicht, außer ich. Oh, das war aber jetzt gut. Das war jetzt mal die Blitzresistenz, oder? An mir abgeprallt. Pendel, du hast mal den Gefrorenen runterschubsen können, das gibt's doch nicht. Pendel hat zu wenig Power. Pimp my Pendel. Ah, der läuft noch? Ja, yes. So, 2 Uhr, letzte Welle müsste ausgelöst sein. Heißt noch durchschalten hier. Zaungäste gibt es mal wieder ein paar. Stehen ein paar an dort. Nehme ich mal her, dass die vielleicht noch ein bisschen schneller den Weg wieder herfinden. Okay, so kann man auch Schild auffüllen, indem man am Zittern ist, ne? Oh, ewig, Alter. Von einem Schock zum nächsten. Der hier drüben macht das. Da steht ja so blöd in meiner Wand drin. Hier ist wieder der nächste in der Wand drin. Muss da irgendwie am Anfang der Treppe, also oben. Am Anfang vom Pendel im Prinzip mal so eine Klinge einbauen. Fallbeil. Vielleicht hält das die dann dort ab an der Stelle. Ja, Schild wird wieder aufgefüllt mit dem Zittern. Ah, richtig schön rausgestellt und schon kommen sie wieder, ne? Ah, da gibt's was fürs Schnapulieren. Schön. Ah, geil, da hört man einfach mal den Sound jetzt von den Dingern. Mhm.
versucht, die mal zu reaktivieren, dass die jetzt mit reinlaufen in die aktive Falle, aber. Lassen sich nicht reaktivieren. Und deswegen löst er jetzt noch aus. Ach, hier kommt nochmal der ein oder andere. Headshot, weggemacht. Wo ist denn jetzt noch einer? Hier. Werde ich das erwischt hier oben drauf? Jetzt ist der Strom ausgegangen. Jetzt, wo ich das sehen wollte. Ah, oh, nein. Das ist aber schade. Nehmen wir alles bitte. Besonders seine Pfeile. Steh auf, steh auf, steh auf. Alter, wie lang das dauert. Bandit ist eigentlich mit am gefährlichsten jetzt auf die Distanz. Der hatte mich auch umgehauen mit seiner Pistole, ne? Kommt ein Hageln geflogen. Das macht mir aber nichts. Mir waren die Pfeile jetzt erstmal wichtiger. Oh, ein Schuss, geil. So, was hat's die hier noch? Die wollen sich nicht reaktivieren lassen. Warum auch immer. Auch gut, weil sie sind schon mega gefährlich. So. Okay, hier sieht man schon mal ein bisschen Schäden, das ist nicht unbedingt lustig. Drei Fallen sind ja schon mal weg. Aber vielleicht auch noch alles sehr klimpflich abgelaufen. Wir werden das nächste Mal checken. Also die Folge ist mega lang. Da lag auch hier und da eine goldene Box, habe ich gesehen. Also wenn es interessiert, wie es ja weitergeht, was in den Boxen ist. Einfach wieder einschalten, gerne mal ein Like, ein Abo dalassen. Freue ich mich immer. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.